Der Teufel hatte beim Gotthard schon immer die Hand im Spiel. Vor 8 Jahrhunderten geschah am Fuße des Gotthards etwas, das für die Zukunft der Eidgenossenschaft von grundlegender Bedeutung war. In der wilden Schöllenenschlucht, über die schäumenden Fluten der Reuss, wurde im kühnen Bogen eine Steinbrücke gebaut, die Teufelsbrücke. Sie stellte endgültig die Verbindung zwischen dem rauen Norden und dem sonnendurchtränkten Süden her. Für den Bau dieser ersten Brücke, so lautet die Sage, baten die Urner den Teufel um Hilfe. Und als dieser seinen Tribut forderte, nämlich die Seele des ersten Menschen, der die Brücke überquere, überlisteten sie ihn. Anstelle eines Menschen trieben sie einen Ziegenbock über die Brücke. Hätten die Urner geahnt, wie es Jahre später um den Gotthard stehen sollte, wer weiß, vielleicht hätten sie den Teufel mit mehr Respekt behandelt. Heute fahren 7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr am sagenumwobenen Teufelstein vorbei durch den Gotthardtunnel. Und es werden jedes Jahr mehr. Du kannst nicht mehr leben wie früher. Furchtbar. Wenn das so weitergeht, furchtbar. Furchtbar. Einfach furchtbar. Jetzt heißt es noch, sie wollen eine zweite Gotthardröhre machen. Das geht nicht mehr so. Einmal hat das ein Ende. Ganz sicher. Ganz sicher. Da kommst du am Abend heim. Du kommst am Abend nach Hause, meinst, du könntest ein bisschen ausruhen, dich im Garten hinsetzen? Hören Sie den Lärm der Bahn? Es ist so schön im Urnerland, aber nicht, wenn man an der Gotthardlinie wohnt. Lokführer Edgar Aschwanden führt uns zum Gotthardtunnel. Auf der N2 staut sich der Verkehr. Wie jedes Jahr an Ostern drängt es zu viele in den Süden. Alle wollen sie zum Gotthard. Ab jetzt muss ich sofort sehr offiziell zu Ihnen sein, weil die mir das Mikrofon unter die... Ich kann jetzt nichts mehr Freundliches sagen. Guten Tag, Herr Botschafter, freut mich sehr. Auch Bundespräsident Leuenberger ist unterwegs zum Gotthard. Er führt die niederländische Verkehrsministerin Metelenboos zur aufsehenerregendsten Baustelle der Schweiz, 2000 Meter tief unter dem Gotthardmassiv. Grüezi, Herr Bundespräsident. Leuenbergers Ausflug im Bundesratshelikopter hat Tradition. Seit Jahrzehnten pilgern die Schweizer Verkehrsminister mit ihren Gästen zum Gotthard. Er symbolisiert wie kein anderer Ort die Besonderheiten der helvetischen Verkehrspolitik. Auf dem Gotthardpass liegt noch Schnee, so wie auf anderen Pässen auch. Mit seinen 2108 Metern ist er nicht besonders hoch. Er ist auch nicht besonders schön. Er ist der jüngste aller Alpenübergänge und ist doch der geheimnisvollste geblieben. Sein bester Kenner ist der Fotograf Jean Udermatt. Seit 20 Jahren kommt er regelmäßig hierher. Er hat schon unzählige Fotos gemacht, stets auf der Suche nach dem Geheimnis des Gotthards. Für mich ist der Gotthard so etwas wie Times. Für mich ist der Gotthard so etwas wie Times Square, Piccadilly Circus oder Oxford Street, Place de la Concorde. Eigentlich die Mitte der Welt.
Odermatts Passion kommt nicht von ungefähr. Hier entspringen vier Flüsse. Hier prallen die Luftmassen des Südens und des Nordens aufeinander. Hier berühren sich vier Kulturen. Deutsch, Französisch, Italienisch und Romanisch. Der Gotthard. Ein Konzentrat der Schweiz. Der Gotthard ist früher... Früher war der Gotthard ein Zeichen für eine Form der Selbstbehauptung. Heute ist er wesentlich in Bezug auf den Transit. Das Interessante an diesem Pass im Vergleich zu anderen Pässen ist die Tatsache, dass er kurz ist und eine Grenze bildet, was Klima, Wetter und Kulturen anbelangt. Gleichzeitig ist er aber auch eine Art Mittelpunkt des Landes. Dieses Spannungsverhältnis hat wahrscheinlich zur Entstehung des Mythos geführt. Jede Epoche nimmt sich wohl jenen Teil des Mythos, den sie brauchen kann. Und jede Epoche nimmt sich wahrscheinlich den Teil des Mythos, den sie brauchen kann. Am Fuße des Gotthards passiert in diesem Frühling einmal mehr Historisches. Zum ersten Mal dürfen die Lastwagen auch nachts fahren. Diesen Bundesratsentscheid wollen die Urner nicht widerstandslos hinnehmen. Der Pfarrer von Wassen ruft zu einer Sitzung. Wer wäre dafür, dass die Kirchenglocken im Reusstal läuten? Und zwar von 10 vor 10 bis 10 Uhr, also für 10 Minuten als Mahnwache. Da ist eben. Ich bedanke mich für Ihre Zustimmung. Also wird heute Abend von 10 vor 10 bis um 10 Uhr die Kirchenglocken in Wassen läuten. Wir sollen daran erinnern, dass wir dann wieder Ruhe haben wollen vor den LKW, die uns langsam überschwemmen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Doch die Glocken von Wassen läuten nicht. Um 10 vor 10 hört man nur den Autolärm. Was ist geschehen? Tags darauf will im Dorf niemand Genaueres wissen. Ich habe gehört, der Regierungsrat habe es abgelehnt. Genaueres weiß ich nicht. Wieso genau? Nein, weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass es abgestimmt wurde. Erst soll für das Läuten gestimmt worden sein, dann dagegen. Ich weiß zwar nicht, was die Kirche mit den Lastwagen zu tun hat. Mit den Lastwagen zu tun hat. Ich kann es aber auch nicht genau sagen. Ich kann es auch nicht genau sagen. Ich bin fast enttäuscht, dass sie nicht geläutet haben. In der Kirchgemeinde hat man abgestimmt. Und was die Mehrheit bestimmt, gilt eben. Wenn die Mehrheit bestimmt, dann wird das so angenommen. Hinter vorgehaltener Hand erfahren wir, Regierungsrat Isidor Baumann habe heftig gegen den Entscheid der Kirchgemeinde protestiert. Deshalb habe man in einer zweiten Abstimmung kleinlaut auf das Kirchengeläut verzichten müssen. Ich gehe davon aus, dass alle, die eine Kirche brauchen, davon überzeugt sind. Schon damals hat die Großmutter, die den Teufelsstein nach Göschenen getragen hat, an den Herrgott geglaubt. Sie wollte den Stein mit dem Kreuz an jener Stelle lassen. Aber die, die hier das Glockengeläut aufgeboten haben, die wollten die Masse oder die Kirche nur benutzen. Die Teufelssage ist noch gegenwärtig, obwohl längst eine bequeme Straße durch die Schöllenenschlucht führt. Hier, so die Sage, soll nach der List der Urner eine Großmutter den Teufel daran gehindert haben, in seiner Wut die Brücke mit einem Stein zu zerstören. Der Talammann indessen redet, wenn es um die Bezwingung der Schöllenen geht, lieber von der technischen Leistung. Jetzt kommen wir zur Teufelsbrücke. Im Hintergrund ist der Teufel. Die Brücke wurde selbstverständlich nicht vom Teufel gebaut. Die schwierige Stelle kommt jetzt, das Urnerloch. Es benötigte damals sehr viel Geschick, dass man hier überhaupt außen rum konnte. Es war der erste Tunnel in den Alpen. Damit wurde es viel einfacher. Es war der erste Tunnel in den Alpen. Und als das einmal war, ist es dann auch viel, viel einfacher geworden. Wenn man aus der tiefen Schlucht herauskam, fand man das liebliche Tal vor und war wie erlöst von der strapaziösen Reise, bei der sich die Menschen kaum umsehen durften, weil sie sich an einem so steilen Abgrund befanden, den man den Irrgarten des Teufels nannte. Abgrund gefunden haben, wo ja auch immer wieder als Irrgarten des Teufels genannt worden ist. Die Teufelsbrücke war der erste Schritt zur Bezwingung der Schöllenenschlucht. Im 18. Jahrhundert sprengten die Urner mit Schwarzpulver Straßen und Tunnels aus dem Berg. Die Saumtiere wurden von Kutschen abgelöst.
Mit Dynamit wird das Werk Ende des 19. Jahrhunderts fortgesetzt. Unter höchster Lebensgefahr bauen italienische Arbeiter unter Louis Favre den längsten Tunnel der Welt. Der historische Durchstich im Jahre 1880 wird seither immer wieder in Filmen nachgestellt. Viva! 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 1932, 50 Jahre nach der Eröffnung der Gotthardbahn, fährt die Lokomotive der ersten Stunde noch einmal durch den Tunnel und endlich bekommen auch die Arbeiter ihren Platz in der Geschichte. In Airolo enthüllt Bundespräsident Motta ein Denkmal für die 177 Opfer des Tunnelbaus. 50 Jahre lang war es weggesperrt worden, weil die herrschenden Kreise befürchteten, die realistische Darstellung des Leids der Arbeiter erwecke den Eindruck, der Tunnel sei auf Leichen gebaut worden. Geehrt sei Louis Favre und mit ihm die Helden der Arbeit und Pflichterfüllung. Sie erbrachten in Würde ein gemeinsames Opfer und strahlen als Symbol für die Starken und die Schwachen. Sacrificio di tutti, umili et alti. 1977 überträgt das Fernsehen europaweit den zweiten Durchstich des Gotthards. Wir alle stehen heute im faszinierenden Bann des Gotthards. Das Gebirge hat immer eine magische Kraft auf den Menschen ausgeübt. Wir fürchten uns in seiner Einsamkeit und vor seinen Gewalten. Wir vertrauen in die Berge als natürliche Bollwerke gegen jene, die uns bedrohen und angreifen. Und wir haben immer wieder den Wagemut gefunden, schwerste und schroffe Hindernisse zu erforschen und zu überwinden. Der Berg hat auch diesmal seine Opfer gefordert. 19 Arbeiter fehlen unter den Feiernden. Irgendwie hat da der Mensch noch in sich einen Stolz. Irgendwie hat der Mensch den Stolz, es dem Berg zu zeigen. Zu zeigen, dass man durch ihn hindurchfahren kann. Früher hat man es dem Berg gezeigt, indem man ihn mit dem Pass überwunden hat. Damit verbunden ist auch eine Art Nationalstolz, dass wir in der Lage und politisch willens sind, diese enormen Beträge, 30 Milliarden, auszugeben für die neue Transversale durch die Alpen. Für jetzt die neue Transversale durch die Alpen. Die Reise von Bundespräsident Leuenberger geht weiter. Er zeigt der holländischen Verkehrsministerin die Zerstörungen, die die Gotthard-Autobahn im Uri anrichtet. Es gibt das Bild von der Alpen, wo als natürliche Quelle. Es gibt ein Bild der Alpen, die man als natürliche Quelle der Unversehrtheit der Schweiz erhalten möchte. Wenn nun eine Autostraße Dreck und Lärm produziert und die Anwohner belästigt, dann regt sich Widerstand. Die Leute, die dort wohnen, im Besonderen belästigt, dann regt sich da Widerstand. Man möchte den Alpenraum, mit dem wir uns eben besonders identifizieren, nicht dem gesamten europäischen Verkehr zur Verfügung stellen. Hier oben aber ist der Gotthard eine Idylle. Der Gotthard ist exemplarisch für den technologischen Fortschritt. Und überall da ist auch die Kehrseite thematisiert worden. Als die Eisenbahn kam, fand man, das sei ein Werk des Teufels. Und so ist es ganz klar, dass man diesen Fortschritt in der Form des Brückenbaus auch ein bisschen dämonisiert und dem Teufel in die Schuhe geschoben hat. Es ist eigentlich die Schattenseite von dem, was wir tun, die uns natürlich immer wieder begleitet. Unklar ist eigentlich nur, wer der Teufel wirklich ist. Unklar ist eigentlich nur, wer der Teufel wirklich ist.
Solche Bilder hoben das Schweizer Selbstbewusstsein. Am Gotthard verkehrten die stärksten Lokomotiven der Welt über die höchsten Brücken und durch den längsten Tunnel unserer Erde. Die Kehrtunnels von Wassen galten als wahre Wunder und Beweis für die Überlegenheit der Schweizer Spitzentechnik. Das Kirchlein von Wassen wurde weltberühmt. Mit höllischem Tempo kletterten die Lokomotiven die Pässe hoch. Sie brachten Touristen in die gottverlassenen Täler am Gotthard. Brot und Arbeit. Es waren Leute aus aller Herren Länder, sehr viele Engländer. Sie brachten natürlich viel Betrieb. Die Hotels waren zu der Zeit mit viel Luxus gebaut. Das suchte man damals. Und man hatte natürlich eine prädestinierte Lage mit all den Alpenpässen. In dieser Beziehung waren wir Pioniere in der Schweiz. Als der Krieg kam, änderten sich die Interessen am Gotthard und der Tourismus kam zum Erliegen. In diesem Granit verbirgt sich ein weiterer Mythos. Die Unbezwingbarkeit der Schweiz, das Bollwerk Gotthard. Durch diese hohle Gasse musste der Feind kommen, wollte er den Gotthard passieren. Erste Festungsanlagen wurden bereits im 19. Jahrhundert gebaut. Ein Festungswächter und der letzte Kommandant der Gotthard-Festungen führen uns ins Innere des Berges. Bis vor wenigen Jahren waren diese Gänge streng geheim. Mit der Eröffnung des Eisenbahntunnels 1882 wurde der Gotthard militärisch derart bedeutend, dass man begann, ihn massiv zu befestigen. Im Zweiten Weltkrieg war der Gotthard das wichtigste Bollwerk der Schweiz. Trotzdem konnten plombierte Züge der Kriegsparteien, beladen mit Waren, Waffen und Menschen, den Tunnel ungehindert passieren. Auf dem Platz eines Dorfes, irgendwo am Nordabhang des Gotthard, bereitet sich dieses Bataillon vor, Weihnachten zu feiern. Herr General, ich melde Ihnen mein Bataillon zur Weihnachtsfeier. Merci. Guten Abend, Herr Major. Guten Abend, Herr General. Bitte. Der General hat dieses Dorf, das oberhalb der Reuss auf dem Granit des Gotthards steht, gewählt, nicht nur, weil der Gotthard der Mittelpunkt der Schweiz ist, sondern weil er auch das Symbol jener Alpenübergänge darstellt, die unsere Armee bewacht und im Ernstfall zu verteidigen weiß. Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, mein Vertrauen in unser Volk und in unsere Armee ist unerschütterlich. So hart wie der Granit, auf dem wir stehen, ist unser Wille ein freies, unabhängiges, ein neutrales und ein menschliches Volk und Land zu bleiben. Der letzte Kommandant der Gotthard-Festungen führt uns weiter. Er ist heute noch von der Wirksamkeit dieser Festungsanlagen überzeugt. Daran hat auch die jüngste Kritik nichts geändert. Man muss nicht unbedingt das als Maßstab nehmen, was Junghistoriker sagen. Es ist an und für sich interessant, was ein möglicher Gegner von der Gotthard-Befestigung gehalten hat und von der schweizerischen Landesbefestigung überhaupt. Gerade die Deutschen haben ja ein kleines Orientierungsheft Schweiz laufend nachgeführt. 1942 schreiben sie, dass die schweizerischen Grenzbefestigungen jetzt einen Stand erreicht haben, wo mit ernsthaftem Widerstand zu rechnen sei und dass die Schweiz sich im Réduit National auf lange Sicht halten könnte. Dass dort die Schweiz sich auf lange Zeit könnte halten. Ein Film der Armee erklärt den Grundgedanken des Réduit.
eine Alpenfestung wird, unter Anlehnung an die bestehende und seit Kriegsbeginn stark ausgebaute Landesbefestigung geschaffen. Es ist das Réduit, in das unsere Armee einmarschieren kann, um einem von allen Seiten anstürmenden Gegner die Stirne zu bieten und so ein Stück Schweizer Boden und mit ihm unsere Unabhängigkeit zu halten und zu bewahren. Die Armee hätte also im Notfall das Mittelland und die große Mehrheit der Zivilbevölkerung preisgegeben und sich in den Alpenfestungen verschanzt. Die Losung jener Jahre war: Wer den Gotthard hat, hat die Schweiz. Der Gotthard als Schutz und Schild. 900 Millionen hat die Schweiz im Krieg dafür investiert. Nach dem Krieg verlochte sie weitere 10 Milliarden Franken in diese Festungen. Heute sind die meisten Anlagen außer Betrieb. So auch der Gütsch, die höchstgelegene Gotthard-Festung. Die Festungswächter Walker und Giesler machen hier nur noch einmal im Jahr einen Kontrollgang. Bis vor 5 Jahren verschwanden sie jeweils für eine Woche in die düsteren Gänge. So lange dauerte eine Schicht. Die Länge aller Korridore im Gotthard wird auf rund 60 Kilometer geschätzt. Genaue Zahlen gibt es keine. Auch im 21. Jahrhundert sind solche Daten immer noch geheim. Ja, das ist es eigentlich am Anfang eingebläut worden. Es wurde uns eingebläut, dass alles geheim ist. Man durfte nicht einmal der Familie etwas erzählen, wo man arbeitet und was man macht. Man hat oft Ausreden erfunden wie, man ist unter Tag und macht Unterhalt. Und daran haben sich alle gehalten? Daran hat man sich bis heute gehalten. Man wurde so erzogen. Die Familie hat später auch nicht mehr gefragt. Die Geheimhaltung ist Teil des Gotthards und trägt zum Mythos bei. Klar gab es Geheimnisse. Die gibt es heute noch. Wobei man langsam merken muss, dass die großen Geheimnisse bereits im Ausland bekannt sind und dass man jetzt Pläne zur Einsicht bekommt, bei denen man denkt, das war immer geheim. Man durfte nichts sagen. Und die haben das gewusst. Im Jahre 1982 strahlt das Schweizer Fernsehen erste Bilder der Festungen aus. Hinein in das gigantische System. Unendliche Gänge, an deren Enden irgendwo Kanonen zum Fels herausragen. Wie lang diese Gänge sind, wie hoch die Stollen, soll niemand genau wissen. Wie manche Kanone auf ihr Ziel wartet, wie viel Munition gelagert ist, dürfen wir nicht sagen. Die Auskunft lautet, es hat von allem genug. Frage nicht, wohin diese Kanone schießt. Nimm an, es sei weit genug und glaube, dass sie genau trifft, was sie soll. Alle denkbaren Ziele sind genau vorbereitet und eingeübt. Wie es dann um die Psyche der Soldaten bestellt wäre, hat noch niemand ausprobiert. Doch, so wird uns versichert, es sind genügsame Männer hier. Und ohnehin seien sich immer mehr Menschen ans Leben in künstlicher Umwelt gewohnt. Die beiden Festungswächter waren für die Landesverteidigung wichtige Leute. 30 Jahre lang haben sie die unterirdischen Anlagen gehegt und gepflegt. Mitte der 90er Jahre ist alles vorbei. Wir haben sicher nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Wir haben uns gesagt, wir wollen aus dem, was wir noch haben, das Beste machen. Wir wollen versuchen, die Arbeitsplätze, die uns noch zur Verfügung stehen, möglichst lange zu halten. Wird das Ganze noch einmal in Betrieb genommen werden? Also,
Die Anlage, in der wir uns jetzt befinden, wird sicher nie mehr in Betrieb genommen. Vor allem jene Anlagen, die während des Zweiten Weltkriegs benutzt worden sind. Da gibt es nur noch eins. Desarmieren, das heißt ausräumen, das Zeug umweltgerecht entsorgen und dann abschließen. Umweltgerecht das Zeug entsorgen und nachher abschließen. Mit den Festungen wird eine Idee aufgegeben, welche lange Jahre für die Schweizer Identität von großer Bedeutung war. Ja, die Armee ist auch heute noch ein Thema. Oder? Die Armee ist auch heute noch ein Thema. Sie kostet auch etwas. Aber dass man die nationale Identität mit dem Redui am Leben erhalten würde, scheint mir... Natürlich gibt es auch noch Relikte und Bauten. Die wurden eben zu einer Zeit angefangen, in der noch der Kalte Krieg herrschte. Aber jetzt gehen wir doch in ein anderes Zeitalter. Darum muss ich beim Gotthard auch nicht als erstes an das Redui denken. Die beiden Festungswächter auf dem Gütsch. Vorläufig werden sie ihre Arbeit nicht verlieren. Denn noch immer gibt es 18.000 Befestigungsanlagen, die kontrolliert und abgebaut werden müssen. Zurück bleibt, wie ein Monument, auch dieser künstliche Berg. Der Fotograf Jean Odermatt auf dem Weg zur vielleicht schönsten Festung, dem Artilleriewerk San Carlo auf dem Gotthardpass. Vor 3 Jahren noch haben hier bis zu 224 Soldaten ihren Dienst absolviert. So viele waren nötig, um die 2 Kanonen von San Carlo zu bedienen. Jetzt gibt Jean Odermatt den Räumen einen neuen Namen und einen neuen Sinn. Doch das Mythische bleibt. Aus den militärischen Anlagen soll ein modernes Kloster werden, namens Claustra. Seit 2 Jahren wird hier umgebaut. Es ist die erste Gotthard-Festung, die zivil umgenutzt wird. Die Mittel, 2,5 Millionen Franken, bekommt Jean Odermatt von Bund, Kantonen, Stiftungen und Privatpersonen. Jean Odermatt ist fasziniert von den höhlenartigen Räumen aus Granit. Seine Vision: Hier soll ein Ort entstehen, an den sich Menschen aus aller Welt zurückziehen können, um zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Ein Ort der Begegnung und das ausgerechnet in den Anlagen des Redui. Das Redui hat ja nicht Militär erfunden. Das Redui hat nicht das Militär erfunden. Es ist ein uralter Gedanke, dass man sich zurückzieht und versucht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es wäre schade, wenn man es nur einem Teil der Kultur, der Militärkultur, überlassen würde. Natürlich gibt es hier viele Anlagen, beispielsweise der Panzerturm. Er ist um 360 Grad drehbar. Wenn man die Mechanik nimmt, das Rohr ersetzt und ein Objektiv einbaut, haben wir plötzlich ein Observatorium. In der San Carlo Bar, wo einst die Soldaten die Zeit totschlugen, wird Geschichte weggespitzt. Ganz wegspitzen kann man sie nicht. Es ist ein Teil. Das ist ganz wegspitzen kann man sie nicht. Sie ist ein Teil, eine Art Humus, auf dem man aufbauen muss. Diese Orte dienten alle der Selbstbehauptung. Damals geschah das mit physischen Mitteln, mit Waffen. Heute sind wir in derselben Situation, aber wir wehren uns nicht gegen den bösen, anonymen Feind, sondern wir müssen Sorge zu unseren Ressourcen tragen. Wasser, Luft, Böden. Wie gehen wir mit Ressourcen um? Also Wasser, Luft, Böden, das ist etwas Wichtiges. Da ist der Ort, wo man diese Idee der Selbstbehauptung von damals eben weitertreibt. Einfach mit anderen Mitteln. Andermatt war das Zentrum der Festungen.
Seit der Demilitarisierung des Gotthards sind hier viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Das stellt die Zukunft des Ortes in Frage, aber nicht nur das. Wir haben hier den Bannwald. Da ist der Bannwald. Der bedeutete, da unten könnt ihr bauen. Hinten ist Lawinenzone, da drüben ist Lawinenzone. Im Boden unten haben wir die Überflutungszone des Hochwassers. 1987 hat sich das ja gezeigt. Und dieser Bereich, bei dem eine Ausweitung möglich gewesen wäre, der wird vom Militär beansprucht, bis ins Dorf hinein. Deshalb wurde genau das